Und unser heutiges Thema heißt Adjektive. Genau, du siehst hier schon Adjektive und wir überlegen uns nochmal, was sind Adjektive? Adjektive beschreiben, wie ist etwas. Zum Beispiel, meine Augen sind blau. Wie sind meine Augen? Meine Augen sind blau. Oder wie ist meine Oma? Meine Oma ist alt. Oder wie ist meine Lehrerin? Meine Lehrerin ist freundlich. Oder wie ist mein Ball? Mein Ball ist rund. Das sind Adjektive. Und wir schauen uns jetzt zusammen ein paar Adjektive an. Adjektive oder Wie-Wörter. Nass. Ich wasche meine Haare, dann sind sie nass. Sauber. Mein Papa hat das Auto geputzt. Jetzt ist es sauber. Schnell. Das Mädchen rennt sehr schnell. Schwer. Ein Elefant ist schwer. Weiß. Dieser Schuh ist weiß. Heiß. Die Sonne scheint. Es ist sehr, sehr heiß. Witzig. Dieses Baby tanzt sehr witzig. Grau. Die Maus ist grau. Jung. Diese Lehrerin ist nicht alt, sie ist jung. Klein. Der Marienkäfer ist ganz, ganz klein. Schlau. Das Mädchen hat gute Ideen. Es lernt viel. Es ist sehr schlau. Eckig. Der Ball ist rund, aber das hier ist eckig. Oh. Er hat nichts gelernt. Er weiß nichts. Sein Kopf ist leer. Er ist dumm. Aufgabe 1. Schau das Buch im Book Creator zum Thema Adjektive an. Höre auch die Wörter an. Aufgabe 2. Mach das Quizlet zum Thema Adjektive. Aufgabe 3. Mache im Arbeitsheft die Seite 46. Wie, das erkläre ich dir jetzt. Bei der Aufgabe 1 siehst du Adjektive und du siehst auch Substantive. Du siehst hier zum Beispiel das Adjektiv nass und eine Pfütze. Hier ist das Adjektiv sauber. Und das Substantiv Teller. Schnell und ein Auto. Schwer und eine Tasche. Weiß und ein Schaf. Heiß und ein Bügeleisen. Frech, die Maus. Witzig, das Buch. Grau. Die Wolke, jung, der Hund, klein, das Haus, schlau, die Schlange, eckig, der Würfel. Und hier in der Mitte siehst du, was sollst du machen. Zum Beispiel hier, die Pfütze ist nass, die nasse Pfütze. Ich mache mal ein Beispiel mit der Schlange. Die Schlange ist schlau. Die schlaue Schlange.
Oder der Hund ist jung. Der junge Hund. Du überlegst dir jetzt auch solche Sätze mit den Gegenständen, die du möchtest. Zum Beispiel, das Schaf ist weiß, das weiße Schaf. Die Maus ist frech, die freche Maus. Das Buch ist witzig, das witzige Buch. Die Wolke ist grau, die graue Wolke. Suche dir bitte 3 Bilder aus und mache mir ein Audio oder Video und spreche so. Der Hund ist jung, der junge Hund. Der Würfel ist eckig, der eckige Würfel. Der Teller ist sauber, der saubere Teller. Das Auto ist schnell, das schnelle Auto. Bei der Aufgabe 2 musst du dann schauen und die Adjektive eintragen. Leo und Lina sind gute Freunde. Leo ist hm und Lina ist hm. Oft ärgert die Maus den Kater. Trage es bitte ein. Drücke auf Stopp beim Video und wenn du fertig bist, kontrollieren wir. Du bist fertig mit der Nummer 2, dann kontrollieren wir. Ich lese und du kontrollierst bei dir im Arbeitsheft, ob das richtig ist. Ich lese vor. Leo und Lina sind gute Freunde. Leo ist groß und Lina ist klein. Oft ärgert die freche Maus den Kater. Aber Leo ist nicht dumm. Der schlaue Kater hat auch Ideen, wie er Lina ärgern kann. So, das war's heute zum Thema Adjektive. Tschüss!